Och, schon wieder zwei Schildis, ey. Mann. Ja, ja. Boah. Lauf, schieß, duck die. Mach irgendwas. Ja, ich versuch's gerade. Ah, Mann, ey. Ich treff diesen blöden Millimeter da nicht. So, Nummer 1. Du, lass mich mal ganz kurz in Ruhe. Ich muss hier gerade um die Schildis kümmern. So, beide Schildis tot. Jetzt wird wieder normal getötet, Leute. Gucken, ob ich ein Dreifach-Kombo hinkriege. Nö, erstmal werde ich wieder mit einer Granate beschmissen. So, ich bin wieder out of health. Ja, und genau dann kommt wieder eine Splittergranate. War ja klar, war ja klar. Aber diesmal springe ich weg, Leute. Diesmal bleibe ich... Aber das Coole ist, schon mal so eine Glyphe gesehen, wie so ein Bumerang, weißt du? Ich schmeiß sie und die kommt wieder zurück. Das heißt, selbst wenn du beim Hinwurf daneben zielst oder schmeißt, kann es passieren, dass du beim Rück, also wenn sie wieder zurückkommt, dass du den Gegner noch von hinten aufschlitzt. Das ist ganz cool gemacht. Dies war mir logisch, ja. Ja, oder du triffst den einfach dreimal, weil die Glyphe abprallt. Ist natürlich dann ein bisschen schmerzhafter für den, aber der stirbt sowieso noch einmal. Also, meine Güte, ich laber und laber hier einen geistigen Dünf. Und deine Glyphe ist Hauptwaffe oder benutzt du hauptsächlich nur irgendwelche... Hauptwaffe, weiß nicht, kann man so 50-50 sehen. Kann sag mal, hat die so einen großen Damage-Output, das sagen kannst, die kann ich immer nutzen, oder? Ja, das kann man sofort sagen. Aber der Nachteil? Der Nachteil ist, wenn ich sie werfe, bin ich, solange ich die auf Zeitlupe stelle, anschießbar. Das heißt, ich kann mich nicht ducken in der Zeit. Das heißt, Leute können mich zwar in Zeitlupe beschießen, machen zu dem Zeitpunkt auch weniger Damage. Das ist schon mal das Gute. Auf was schießen die Leute? Ah, auf mich. Headshot. Headshot. Komm schon, einen noch. Na? Brauchst du dich um eine Ecke zu gucken? Dann schmeiße ich die mit der Glyphe ab. Das Geile ist, du kannst die Glyphe um Ecken werfen, weißt du. Du kannst halt mit der Zeitlupe und dann kannst du die mit linker mit der Maustaste steuern. Also mit der Maus. Und bist nachher in der Perspektive deiner Glyphe, oder? Ja genau, du hast dann so sozusagen so eine Third-Person-Perspektive zu deiner Glyphe. Okay. Das ist sehr cool gemacht. Das sprach der Nerd. So, weiter geht's. Du kannst mich auch mal. Ich komme vorbei. Ja, Leute, so ist er, der Leon. Immer einen blöden Spruch. Oh, what the fuck? Und so ist er, der M-Steff. Meistens am Fluchen und am Blame. Ja. Da steht hier gerade ein Roboter, der mich... Okay, geht der jetzt auch kaputt irgendwann, oder? Okay. Die Granate war mal richtig dämlich geworfen. Werfen wir direkt noch eine und noch eine und noch eine. Wie viel habe ich denn? 3 Stück, okay. Wow. Ich muss bestimmt irgendwo wieder was einsammeln, was mir ein bisschen hilft, diesen Typen. Ich bin tot. Scheiße. Ich habe mich gerade von Deckung zu Deckung, weißt du, manövriert und was ist? Plötzlich schießt das Ding eine Rakete. Du hattest die falsche Deckung. Nee, ich bin einfach an dem Raketenwerfer vorbeigelaufen, den ich hätte einsammeln sollen. Also die Zuschauer sterben 1000 Tode mit dir, denke ich. Wenn man ja. So ein Display anguckt. Alter, was ist denn das? Der killt mich ja instant. Eieieiei, so jetzt kommt wieder die Bombe. Jetzt schmeckt instant. Ja, komm, kannst mich auch mal.
Wollen wir wieder vom gleichen Thema anfangen? Nein. Danke. Kindererziehung. Kindererziehung, oh, schwerstes Thema ever. Stimmt, ich mag keine Kinder. So, Thema Ende. Genau, das ist das Problem. Nee, ich hab grundsätzlich nichts gegen Kinder, aber... Nein, Quatsch, nichts keine. Effektives. Was? Ja, Waffen hat er alles im Boden gesperrt lassen. Alter, wie schnell ist denn dieses Drecksding? So, was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Ja, Kindererziehung, was kann man zu Kindererziehung sagen? Ich bin der Meinung, dass Kindererziehung, glaube ich, zwar schwer ist, aber im Endeffekt auch regelbar. Also, wenn ich manche Leute sehe, wenn so ein Kind in eine Dings reinkommt und rumplärt, bei meiner Mama, die ist ja Bäckerei-Fachverkäuferin. Also, wir reden jetzt echt über Kindererziehung, oder? Während du anscheinend spielst. Reden wir jetzt über Kindererziehung, ja. Okay, liebe Zuschauer, wir reden jetzt über Kindererziehung. Während ich gerade Menschen töte. Vorspulen um 10 Minuten, bitte. Danke. Ja, wieso? Ist doch ein lustiges Thema, während ich gerade Menschen töte. Ja, zusammenhänglich sicher. Aber der Kindererziehung, ja, ja. Ey, weiß nicht. Sicher ein schwieriges Thema. Weil ja, klar, weil wir haben erst. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich weiß nicht, du hast auch keine Kinder? Nö. Ich auch nicht. Also im Endeffekt können wir da jetzt nichts beurteilen. Beurteilen sicherlich, denke ich mal. Beurteilen schon, aber wir können nicht wirklich Tipps, Tricks, was weiß ich, geben. Wir können also auch nicht wirklich darüber, ja, können unsere eigene Meinung bilden. Aber wir sind oft objektiv, aber nicht, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Reden wir über die Kirche, weil ich gerade in der Kirche bin. Du bist gerade in der Kirche, okay. Kirchensteuer abschaffen, bitte. Wer Atheist? Ich bin Agnostiker. Ach so. Ich bin Illuminat. Glaube ich zu denken. Du bist Illuminat. Aber ich schließe mir wahrscheinlich einen Spaghettiismus an. Ach so. Du glaubst dann auch an das fliegende Spaghetti-Monster. Der Glauben ist erkannt, ja. Ist ein wichtiger Glauben. Okay. Das ist heftig. Ach, weiß nicht. Chris, du bist auch heftig, weißt du? Ja, stimmt schon. Ah, man sagt. Ich sag mal so, im Endeffekt sind die Religionen der Süße, das alle gleich. Meines Erachtens sind Religionen eigentlich nur quasi darauf entstanden, dass man sind halt für mich hervorgerufene Gesetze. Für mich ist Religion etwas, was entstanden ist, weil. Warte, ich muss mich hier gerade kurz. Okay, Leute, ich hab mich verlaufen. Nee, hab ich doch nicht. So, für mich ist Religion, ist glaube ich entstanden, weil die Leute was gesucht haben, um unerklärliche Dinge zu erklären, die man zu damaliger Zeit nicht erklären konnte. Ist auch eine interessante Theorie. Ja, weiß nicht, früher konnte man sich halt nicht erklären, wie das, wie einige Sachen auf dieser Welt abgehen, weißt du, und so ein Shit, nenn ich's mal einfach. Aber mittlerweile ist ja vieles so von wegen, ja hier, das klappt so und so, das klappt so und so. Ich bin Eisbäcker, weißt du, nein. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, auf was du hinaus willst, ja. Okay, das ist gut. Ich nehme mich gerade nicht mehr. Ich wusste es mal. Nein, aber das, weißt du, hier, warum... Ich kann natürlich auch dazu zählen, ziemlich sicher. Für mich ist halt Religion auch teilweise wirklich so etwas, dass man versucht hat, vielleicht die Leute im Zaum zu halten, indem, dass man sie dazu bringt, dass sie an etwas Bestimmtes glauben. Und das zu dem Glauben, sage ich mal, hat man halt bestimmte Regeln aufgestellt, was du einfach nicht machen sollst, was du nicht machen darfst. Und da du, sage ich mal, fest an das glaubst und der Glaube solche Regeln hat, machst du das einfach nicht wie liebe deine Nächsten, töte keine Menschen, klaue nicht, etc. Ja. etc. Das könnte, ist auch eine gute Theorie. Vielleicht war das auch ein Misch aus allen. Weißt du, die Menschen konnten sich die Sachen nicht erklären. Leute haben das ausgenutzt und haben den Regeln vorgesetzt, sozusagen. Ja. Weiß man ja nicht. Oder vielleicht gab es halt wirklich früher schon so einen Politiker. Das ist doch alles sehr ähnlich. Alles Vollidioten, oder wie meinst du das? Von der Regelgebung her. Und dass sie sich vielleicht auch nichts dabei gedacht haben. Das einfach nur so gemacht haben. Hey, wir wollen die Leute heute ärgern. Erfinden wir die Religion. Ja. So nach dem Motto.
Ja, Leute, ich stehe gerade in einer grünen Flamme und ich näher mich unausweichlich weichlich den Dachboden. So. Ich bin auf dem Dachboden. Ich bin auf dem Dachboden und werde angegriffen von etwas sauschnellen. Igitt. Als Österreicher wärst du jetzt im Keller. So. Oh. Das ist hart. Er hat wieder getroffen. Das war hart. Also nur so zur Info, ich bin Ösi. Er darf das. Ich hoffe, der Humor versteht man bei uns. Die Stimmung ist im Keller. Ja, Leute, ich bin kein Ösi, aber ich spreche mit einem und er weiß, wie ich das meine. So, an dem Punkt werde ich jetzt liefen. So, ich bin in... Wo bin ich gelandet? Es ist da... Dunkel. Meine Güte. Was mir da auffällt, ist eigentlich ein oft benutztes Wort. So. So, ja, das ist ein oft benutztes Wort von mir. Stimmt. Nee, allgemein auch. Ja, aber auch von mir wird das sehr oft benutzt. Gut, ist auch ein Textstarter, sage ich mal. Ja, klar, also kann man da auch ja, zuzählen, oder? Nach Hause kommst, so Schatz, wir haben jetzt Sex, oder so Schatz, was gibt's zum Essen? So Schatz, ich geh arbeiten. So Schatz, wir haben jetzt Sex. Ja. Leg dich schon mal hin, ich bin in 10 Minuten da. Och, da sind schon wieder diese Pavian-Ärsche. Machst du das eigentlich oder hast du das gemacht? Was? Zu meiner Frau gesagt, Schatz. zu meinem Freundin gesagt, Schatz, komm, fang schon mal an, ich bin gleich da, oder wie? Nee, jetzt nicht direkt so, aber. So, geplant, Schatz, heute um 18 Uhr haben wir Sex. Nein. Nicht. Nie gemacht. Weil es gibt Pärchen, die machen ja sowas. Die sind ja nicht so spontan. Na. Ich hatte auch mal eine Freundin, die war auch so in die Richtung. Dass okay. Man das quasi planen muss. Ich weiß nicht, sollte man sowas planen? Das ist doch eigentlich ein Ausdruck der Zuneigung und so weiter und so fort. Wenn, ja, ich, wenn ich jetzt mal richtig schwul rüberbringe. Als Kerl darfst du nicht sagen, Gefühle. Gefühle haben Männer nicht. Nein. Wir haben Gefühle. Hunger und Durst. Ja. Stimmt, du hast recht. Das sind alles Gefühle. Wir sind ja richtig gefühlsduselig. So viele Gefühle auf einem Haufen. Ja, das geht ja gar nicht. So, jetzt haben wir wieder gerade die Situation. Ich stehe hinter zwei Wände und verpasse ihm einen Headshot. Weil es ging gerade nicht anders. Selbst wenn ich von der Richtung gemacht hätte, hätte er mich nicht getroffen. Der kann mich treffen, der ist aber nur zu doof. Also für jeden Bug-Use, was du machst, hätte ich gern bitte einen Flame in den Kommentaren. Von den Zuschauern. Ah, ich weiß ja noch gar nicht. Gucken, wann es hochgeladen wird. Also Deponia ist ja, muss ja dann erstmal fertig sein. Dann, erst dann wird's hochgeladen. Ja, guck, ob die Folge überhaupt hochladen kannst. Also, och, weiß ja nicht. Nicht, dass du im Nachhinein mal anguckst und wirklich merkst, das Let's Play war verstörend. Das ist ja gerade das Lustige, meine Güte, wir sollen die Leute unterhalten und ich sag mal so, was ist lustiger als verstörende Themen? Ein Ösi, ha! Ein Ösi? Ein Ösi. Also findest du dich selbst verstörend? Ist nett zu dir selbst. Bei mal wieder. Bei gewissen Dingen bestimmt. Weißt du, ich wollte jetzt gerade was sagen, aber das lass ich. Sprich! Was machst du denn so, SM oder Kamasutra? Mehr die Stellung alle mal durch. So nach Hobby. Du musst ja gerade überlegen. Warte, hol mal ein Kamasutra-Buch irgendwo. Ah, scheiße, über die Ledermaske drüber gestolpert. Ey, lass das lieber. So, wo waren wir gerade? Ich wollte gerade sagen, vergessen wir das Thema, ja? Das ist, glaube ich, besser. Och, da schießt schon wieder jemand mit einer dicken MG auf mich. Leute, die sind nicht nett. Wow. Oh nö, zwei Schildis. Oh ja. Boah. Schildi Nummer 1 ist tot. Und Schildi Nummer 1 wird jetzt abgefackelt. Renn, du Sau. Alter. Alter. Diese Typen sind irre. Erläutert das genauer.
Alter, die rennen einfach dreist auf einen zu. Man kann die Schilder zwar zwischendurch mal hochschmeißen, aber die halten einfach so viel aus, dass man die Schilde 10-mal hochschmeißen muss, wenn ich es jetzt einmal hinkriegen würde gerade. So. Jetzt habe ich ihn dort. Und jetzt werde ich mal gucken mit der Glyphe. Das ist das Coole. Ich stehe jetzt unten, der Typ kann mich nicht treffen und ich kann jetzt einfach die Glyphe hochschmeißen und kann ihn den Kopf durchschneiden. Okay, das klingt netter als böser als es ist. Also. Oh, das will ich sehen, das will ich sehen. Huch, geht ja gar nicht. Ach. Das trägt mir jetzt echt nach, dass es nicht funktioniert. Glaube ich. Boah, Leute, das wäre jetzt fast mein Tod gewesen. Ein so ein jämmerlicher Affe. Aber ich hab's überlebt. Er musste nachladen.